was können noch gute Autoren? Ja, Gott, wie Dan Brown. Boah, Freunde, ich meine, Illuminati und der Da Vinci Code, also gibt's nicht viele Bücher, die besser sind. Also ich verstehe nicht so ganz, warum das dann... Wo bin ich eigentlich jetzt hingebracht? Ach, da bin ich, okay. Home Sweet Home. Verstehe ich nicht so ganz, warum man das nicht nochmal überarbeitet, neu überdenkt. Ich meine, ist ja ganz gut, wenn man, ist ja ganz schön und gut, wenn man Schiller und Goethe und Lessing und was weiß ich gelesen hat. Aber ja, ich weiß, es kommt im Abitur dran, aber im Abitur könnte man das auch ändern. Also so ist es nicht. Ein bisschen sortieren hier. Ja, ich hätte viel zu viele Maschinen, aber... Ich hab wirklich keine Knochen. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal... Oh, ist das die Steinhau? Gehen wir noch ein bisschen ans Feld. Ja, warum das dann nicht... Ja, überarbeitet wird, warum... Warum man dann nicht neue Bücher reinnimmt, die auch... Weil ich meine, also wir haben jetzt... zum Beispiel ein Buch von Lessing gelesen. Nathan der Weise. Jeder, der es gelesen hat, Wop Rockler, weiß, was ich meine. Das ist... Also mit deutscher Sprache hat das nichts mehr zu tun. Nicht viel zumindest. Okay. Leute, ich muss jetzt da runter und... aber nach Essen suchen. Weil ich das sonst nicht mehr lange überlebe. Wobei ich jetzt noch schnell warte. Jetzt muss ich da nochmal drauf hüpfen. Bis hier so was fertig ist. Ich meine, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Das soll ich wenigstens... Na komm, wir müssen dann gleich runtergehen, dann ist es jetzt auch schon durch. Machen wir noch eine Mushroom-Stew. Aber der könnte doch jetzt gleich mal bitte fertig werden. Weil ich mich sehr dankbar Sonne gedreht. Komm. Ja, da halt nicht. Wartet. Ich stelle hier bloß noch kurz ein paar Fackeln auf, damit die auch wenigstens ein bisschen weiter wachsen. In der Nacht. So, jetzt hier runter. Ja, ich meine, warum? Warum macht man das nicht? Durch dieses Reformieren des deutschen Bildungssystems. Aber mehr bleibt mir da auch nicht zuzusagen. Ich meine, ich habe es ja nicht in der Hand. Oder das Kultusministerium in der Hand. Nein, nicht schlafen gehen, nicht schlafen gehen, nicht schlafen, ich darf nicht schlafen gehen. So, jetzt bist du auf. Nein, warum habe ich das abgelegt? Ach, bevor ich mir das welche hole, klatsche ich mir jetzt zwei raus. Na. So, dann hat mein zweites Steinschwert. Und schauen wir mal da hoch. Jawohl. Das wäre jetzt nicht so geil. Müssen wir ja schauen, dass wir da runter kommen. Wie kommen wir da runter? Da rüber ging es eigentlich runter. Ja gut, dann schaue ich wieder in den Wald rein. Toll. Klasse. Anderes gibt es irgendwie zurzeit nicht, keine andere Option. Ja gut, ich könnte jetzt runtergehen, aber das dauert wieder ewig, bis ich wieder herum bin. So, und ich sollte jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Creeper an die Ecke kommt, dann ist das echt ein Streich. Ja. Wir könnten uns wieder über ein Spiel unterhalten. Über eine Spielereihe, von mir aus. Ah, Skelett, hallo, mein Freund.
sehr schön zwei Knochen. Das ist sehr liebenswürdig von dir. Zombie. Ich muss mal schauen, dass von irgendwie keiner anderen Ecke was kommt. Alter, der hat mir gescheit zugesetzt. Drei Herzen nur, und da hinten sind Skelette. Ah, kommt da runter. Das sind Zombies. Gut, ich habe zwei Knochen, das reicht mir jetzt erst fürs erste auch noch. Mit zwei Knochen sollte ich da schon was hinkriegen. Boah, ich habe eine Spinne gehört, die irgendwo runtergefallen ist. Ja, komm, geh weiter. Okay. Ah Gott, ich hatte noch ein drittes Weizen gehabt. Verdammt. Stimmt, ich hatte noch eins in der Truhe liegen. Stimmt. Da war ja was. Boah. Zweieinhalb Herzen. Das ist kritisch langsam. Hält sich das eigentlich? Mit zweieinhalb Herzen? Nee, das Leben hält sich nicht. Das ist natürlich auch wieder sehr geil. Jetzt gibt es zweieinhalb Herzen rumrennen. Ich stelle mich hier kurz in die Ecke. Dann mampf ich. Oh! Ich habe deine Vergiftung davon getragen. Ja, finde ich ja sehr schön. Sammeln wir es doch gleich ein. Ja, ich weiß, ja, ich glaube aber, das war jetzt bloß zu voll. Also, dass man jetzt nicht immer vergiftet wird bei verrottetem Fleisch, sondern bloß manchmal. Ich nehme jetzt hier noch ein paar Samen mit. Die brauchen wir unbedingt. Ja, über welches Spiel können wir uns unterhalten, was steht? Was habe ich so? Ganz spontan FIFA 14. Also ich habe mich viel auf das Spiel gefreut. Also mich ganz, ganz viel auf das Spiel gefreut. Weil ich... Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe natürlich den letzten Mushroom weg, so gemampft. Wir können mal schauen. Ah, oh, da unten ist viel. Warte mal, da war noch ein Zombie. Zombies, ja, da waren Zombies. Und ein Skelett habe ich glaube ich auch gehört. Habe ich hier nicht mehr ein Skelett gehört? Nicht. Ja, FIFA 14. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich, weil ich das, diese authentische Ballphysik so geil fand. Oder finde. Tue ich ja immer noch. Also die authentische Ballphysik ist echt was, eine geile Neuerung. Natürlich, die Spieler sich immer gegenseitig umrennen, das ist natürlich nicht so feierlich. Ja. Also kann man sich denken. Wie das auf Next Gen wird, weiß ich nicht, weil ich weder eine PS4 habe noch FIFA 14 für PS4. Wobei nur FIFA 14 für PS4 und keine PS4 wäre irgendwie strange. Und die PS4 werde ich mal. Also wenn ich mir was hole, dann die PS4, nicht Xbox One, weil ich eigentlich der PS3-Spieler bin. Ja, ich bin mit dem Xbox Controller überhaupt nicht zurechtgekommen. Der mag vielleicht gut in der Hand liegen, aber wo diese Sticks, also wo dieser zweite Stick da, also zumindest der zweite, platziert ist, also, das ist nichts für mich. So, eine Höhle. Ja, ganz kurz noch ausleuchten, ne? Habe ich jetzt genommen? Ja, ganz kurz. So, wir kommen jetzt gerade von der riesigen Minen-Expedition. Ja, also werde ich mir die PS4 holen, weil ich da zumindest, also ich bin das gewohnt, dass die Controller, also diese Sticks da,
ja, so für die Daumen gut greifbar sind, und das war beim Xbox Controller überhaupt nicht so. Also den hatte ich einmal in der Hand, damit bin ich überhaupt nicht damit zurechtgekommen, und deshalb werde ich mir auch kein Xbox One holen. Ja, ich weiß, das sind die Controller natürlich nicht gleich, aber mein Gott. Ich bleib bei der PS, bei der PlayStation. Wo war ich jetzt? Ja, genau. Also, wie die neue Engine ist von FIFA auf den Next-Gen-Konsolen, das weiß ich nicht. Also, die haben ja diese neue, wie heißt sie, Ignite oder so, Engine. Haben sie ja. EA. Und die, ob die jetzt da so alles wieder rausreißt. Also ich hab im Trailer zu FIFA 14 für Next Gen sah das eigentlich alles recht geil aus. Aber ich meine, im Trailer sieht es immer geiler aus als im Spiel nachher. Das ist leider so. Ja. Also ich hoffe mal, dass es dann nicht bloß im Trailer so ist. Also irgendwann werde ich mir die PS4 natürlich auch holen. Das ist keine Frage. Ich meine, ich habe das Problem mit meiner Xbox 3, ja. Mit meiner PlayStation 3 jetzt schon, dass sich die alle nasenlang aufhängt. Also das ist nur noch eine richtige PlayStation 3, keine Slim, also so ein richtiges Urzeitmonster eigentlich. Und ja, die hängt sich bei FIFA zumindest alle 5 Minuten auf. Und kann man eigentlich nicht richtig spielen. Also, ja, natürlich kann man richtig spielen, aber es ist halt blöd, wenn die sich immer aufhängt. Also ne, Aua! Grabe niemals den Block unter dir weg, ja. Ich hab den gerade auf dem rechten Ohr gehört, also von hier oder was? Ja, vielleicht ist da noch eine Höhle hinter der Wand oder so. Ich höre den hier, ganz sicher. Der Zombie hat mich jetzt komplett rausgebracht, oder? Ja, genau. Also, in der Karriere zumindest ist mir das bisher noch nicht passiert, wieder bei FIFA. Habe ich schon immer FIFA 14 gesagt, nicht FIFA 13? Ich wollte mir jetzt fast sagen, in der Karriere, in meinem Karriere-Let's Play zu FIFA 12. Aber nee, FIFA 12 habe ich ja gar nicht. FIFA 12 habe ich noch auf der PS2 gespielt. Dann habe ich mir PS3 geholt für FIFA 13. Also, in der Karriere hatte ich zum Glück noch kein, im Karriere-Let's Play, hatte ich zum Glück noch kein Problem mit meiner PS3, dass die sich aufhängt während dem Spiel oder so. Zum Glück. In der Privatkarriere war es schon öfters der Fall, dass die sich dann einfach mitten im Spiel verabschiedet hat. Gesagt habe, ich mache Feierabend für heute. Kohle. So. Ich muss hier das ganze Eis mitnehmen, weil wir jetzt langsam eine Eisenrüstung brauchen. Ne? Das dürfte klar sein. Und ja, zum Beispiel zum Unterschied FIFA zu Pro Evolution Soccer. Also entweder habe ich die falschen Screenshots gesehen oder irgendwer hat da einen Knick in der Optik. Weil wenn da immer gesagt wird, PES hat aber die bessere Grafik. Also die bessere Grafik sehe ich jetzt nicht. Ganz ehrlich. Und ich spiele das Spiel auch nicht bloß wegen der Grafik. Also ich meine, ich habe mit FIFA angefangen und ich bleibe jetzt auch bei FIFA. Also ich meine, ich habe PES nie ausprobiert. Muss ich sagen, also ich kann mir da jetzt kein Urteil darüber bilden. Aber ja, ich bleib bei FIFA. FIFA gefällt mir. Was? Auch wenn es da manchmal echt blöde Situationen gibt.
wenn der eine Verteidiger halt den anderen umrennt und dann der Gegner allein aufs Tor läuft. Ja? Ja, was in diesem Jahr auch noch. Also irgendwie hat jedes FIFA-Jahr so eine eigene Stärke. Letztes Jahr war Pace eigentlich. Also Pace ist immer wichtig, also Sprint für alle, die es nicht verstehen. Also Geschwindigkeit ist immer eigentlich das eins der stärksten Sachen dabei. Dieses Jahr. Das war vor allem letztes Jahr dann zu spüren, aber dieses Jahr ist es echt Kopfball. Also wenn man einen Mandzukic vorne im Sturm drin hat, dann ist das Match schon halb gewonnen. Weil Ecken, ne? Also die Kopfbälle sind manchmal zu übertrieben. Mich würde interessieren, wie FIFA in 10 Jahren aussieht. Ob's noch, also FIFA wird es bestimmt in 10 Jahren noch geben. Das glaube ich auch, dass hier jeder auch irgendwann sagt, ja, nee, jetzt reicht's uns. Ich meine, FIFA verkauft sich wie Bolle, also da wird EA weitermachen. Und EA wird ja jetzt irgendwann vielleicht mal später ein FIFA World rausbringen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Need for Speed World kennt. Also Need for Speed World ist halt Need for Speed gratis. So ein Free-to-Play, ja, zwei Krieger. Eigentlich brauche ich gar keine Skelette jetzt gerade. Ich brauche bloß irgend... Aua. Aber das ist assi von dem. Ich bin im Wasser, ich bin wehrlos. Kommt er daher? Nicht treffen lassen von dem Creeper. So, sehr schön. Nein! Ah, gut. Kommt weiter. Ich kann es gleich nicht mehr laufen. Habe ich? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Sind hier irgendwelche Monster? Nee, sind es nicht. Okay, wir haben jetzt 30 Sekunden Hunger. Wenn ich jetzt noch ein esse, dann haben wir... Ja, okay, das geht bloß weiter runter. Okay, dann kann ich nachher noch essen, kurz bevor das Ding aufhört. Okay, jetzt warte mal. Okay, dann haben wir es gleich wieder volle Nahrung. Nein! Jetzt hat er das resettet, oder was? Okay, der resettet das bei jedem. Zu hoch gepokert. Na komm. 10 Sekunden. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu weit runter geht. Ich soll das weiterlaufen können. So, jetzt. Jetzt da hoch. Ja, also FIFA World. Wenn sie es rausbringen, wird halt dann wieder free to play sein. Die werden das noch. Also ich komme da nicht hoch. Die werden das dann nach dem Konzept wie Need for Speed World machen. Also wie Need for Speed World, wie gerade angeschnitten, ist ein Free-to-Play Need for Speed, in dem halt ja eigentlich Need for Speed richtig spielen kann man nicht. Also ich meine, wären sie ja schon blöd, wenn sie jetzt wie Need for Speed da dann Free-to-Play auf den Markt bringen. Nee, das ist halt man hat eine Welt online, also das sind die anderen Spieler auch. Und ja, man hat sein Auto und fährt herum, man kann verschiedene Sachen machen. Also wie zum Beispiel Verfolgungsjagden oder was weiß ich. Auf jeden Fall kann man sich halt dann für extra Geld noch Autos kaufen und was das alles, was es alles noch so gibt. Ja gut. Und sowas soll es dann anscheinend auch für FIFA geben, allerdings kann man dann irgendwie bloß eine begrenzte Anzahl an Spielen pro Woche machen oder so. Und... Na, ist der falsche... Ist der falsche Pilz, verdammte Scheiße.
mein Gott, wo bin ich hier? Ich wäre mal besser richtig zurückgegangen. Aua. Da runterfallen will ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, ich werde auch nicht runtergeschubst. Schnell aufs Schwert wechseln. Nicht berühren lassen. Nicht berühren lassen. Das ist bis Rosen. Noch einer. Okay, wir haben eine Karotte. Okay, das ist gut. Das ist sehr schön. Gut.